3 Stunden Arbeit, gepresst in wenige Sekunden Video. Das Resultat? Ein 5-Euro-Schein. Etwas zerknüllt, aber täuschend echt. Foto oder Zeichnung? Das fragt sich bei diesen Bildern im ersten Moment wohl jeder. Es gibt eigentlich keine spezielle Technik. Der Stil nennt sich Hyperrealismus. Und dabei muss man einfach versuchen, die ganzen Details eines Gegenstandes so genau wie möglich abzubilden. Und daraus entwickelt sich dann etwas ganz Eigenes. Dass der Italiener Marcello Barenghi viel Talent besitzt, kann wohl niemand bestreiten. Als Vorlage dienen ihm Fotos oder gleich der Gegenstand selbst. Scheinbar mühelos bringt er eine perfekte Kopie des Objekts auf das Papier. Ich zeichne auf einen dicken grauen Karton. Darauf male ich mit verschiedenen Instrumenten, wie zum Beispiel sehr intensiven Aquarellfarben sowie verschiedenen Bleistiften und Buntstiften. Zum Schluss arbeite ich mit Acrylfarbe, mit Weiß oder Schwarz, noch einige Details heraus. Den gesamten Zeichenprozess dokumentiert Marcello Barenghi mit der Kamera. Am Computer kürzt er den Film auf wenige Minuten zusammen. Nach und nach wird der 3D-Effekt sichtbar durch die perfekte Imitation von Licht und Schatten. Jede Woche fertigt er auf diese Weise Videos an und stellt sie auf seinen YouTube-Kanal. Von den Werbeeinnahmen kann der 45-Jährige inzwischen gut leben, denn viele Videos bekommen Tausende oder sogar Millionen Klicks. Das habe ich nicht erwartet. Vor allem, weil es in meiner Vergangenheit auch schon Menschen gab, die mir sagten, deine Illustrationen, die sind doch nichts. Einige rieten mir sogar lieber ganz mit der Malerei aufzuhören. Und nun gefallen meine Bilder plötzlich Menschen aus der ganzen Welt. Das kam für mich wirklich sehr überraschend. Marcello Barenghi mit 11 Jahren. Auch das nur eine Zeichnung, abgemalt von einem Kinderfoto. Schon damals interessiert er sich für die Malerei. Später besucht er eine Kunsthochschule in Mailand und wird Grafiker. Doch den Beruf gibt er nach dem Abschluss in den 90er Jahren auf. Ich hatte einfach einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Damals kamen die ersten Grafikcomputer auf und damit wurden dann viele Illustratoren, die mit der Hand zeichneten, einfach ersetzt. Jetzt, 20 Jahre später, hat sich das Blatt wieder gewendet. Das Talent für handgezeichnete Grafiken ist vielen mit der Arbeit am Computer nämlich verloren gegangen. Heute ist er selbstständig, lebt und arbeitet in einem kleinen Ort in der Nähe von Mailand. Hier zeichnet er seine Bilder und hier findet er auch einen unerschöpflichen Vorrat an Motiven für seine hyperrealistischen 3D-Bilder, die er auch als Kunstdrucke verkauft. Ich schaue einfach in meiner Wohnung oder im Supermarkt nach etwas, das mir gefällt. Zum Beispiel diese kleinen Kaffeetassen hier, die habe ich schon gezeichnet. Ob Obst, Alltagsgegenstände oder einfach ein Korkenzieher, für mich sind das alles Motive. Auch bekannte Ölgemälde sind vor seinem Kopiertalent nicht sicher. Der Jüngling mit Fruchtkorb des italienischen Malers Caravaggio oder das Bild des kranken Bacchus, fast perfekt imitiert. Auch Leonardo da Vincis Mona Lisa ist dabei, gemalt in der gleichen Technik und in der gleichen Größe wie das Original. Für die Mona Lisa habe ich ungefähr 3 Wochen gebraucht. Man muss schließlich warten, bis die Ölfarbe trocken ist. Das verlängert den Arbeitsprozess. Es ist also die Technik, durch die man länger braucht. Doch am liebsten kopiert Marcello Barenghi immer das, was ihm gerade vor die Nase kommt. Damit beeindruckt er am meisten. Und mit der erstaunlichen Mühelosigkeit, mit der er die Dinge zu Papier bringt.